Hallo ihr Lieben, heute bin ich in Wesseln und ich treffe mich mit Simone Flohr und Eckbert Hohmeister. Eckbert Hohmeister und Simone Flohr haben mir ganz viel über alternative Antriebsmöglichkeiten, Mobilität im Landkreis Hildesheim zu erzählen und kandidieren auch beide für den Kreistag. Ich bin schon wieder gespannt, was sie mir zu sagen haben, aber davon gleich mehr. Der Kaffee ist getrunken und Simone und Eckbert hatten mir eine ganze Menge zu erzählen und das rund um das Thema Energiewende. Total spannend fand ich das Thema, Eckbert, Agri-PV. Kannst du kurz erklären, was es mit Agri-PV auf sich hat? Ja, Agri-PV ist anders als das bisherige, dass nur PV-Anlagen auf Flächen gebaut werden, dass die landwirtschaftliche Nutzung mit der Energieerzeugung verbunden wird. Das ist gerade für den ländlichen Raum sehr wichtig, weil dadurch die Landwirte zusätzliches Einkommen, was auch zukunftssicher ist und nie wieder verschwinden wird, generieren können und damit nicht mehr nur auf die Pflanzenproduktion oder Tierproduktion angewiesen sind. Und das ist eine wirklich sehr, sehr große Chance für die Zukunft, für den ländlichen Raum. Sieht das nicht ein bisschen komisch aus mitten in der Landschaft? Wir haben einerseits die Windkraftanlagen und dann plötzlich für Agri-PV, sind das nicht Netze über den Feldern? Was muss ich mir da vorstellen? Es ist noch nicht komplett abgeschlossen, welche Techniken da möglich sind, aber es gibt durchaus wirklich sehr, sehr einfache und nicht massiv in die Landschaft eingreifende Systeme. Um es mal ganz klar zu sagen, die sind meistens niedriger als Maisfelder. Und da hat der Mais einen größeren Impact auf das Landschaftsbild als solche Agri-PV-Anlagen. Wir wollen ja nicht die komplette Landschaft damit versehen, sondern wir reden von 3-4% der landwirtschaftlichen Fläche. Das ist total spannend an. Genauso spannend wie das Thema ÖPNV. Das ist auch eins meiner Steckenpferde. Du kommst aus dem Bereich Holle. Genau. Nicht so super angebunden und vor allen Dingen hapert es auch zwischen Schiene und Straße bei euch. Genau. Oder? Wir sind zum Glück seit mehreren Jahren relativ gut angebunden. Tatsächlich haben schon. Ja, und das Thema Verkehrsverbund ist natürlich bei uns ganz groß. Schön, dass es jetzt vom Land ab dem 01.01. dann Änderungen im Schülerticket gibt und schön, dass es auch der Landkreis jetzt geschafft hat, das Schülerticket und Azubi-Ticket zu vergünstigen. Das ist eine ganz tolle Sache, aber ich glaube, da muss trotzdem weitergearbeitet werden, dass ÖPNV so attraktiv ist, dass es wirklich auch noch für mehr Leute eine Alternative ist. Alternative elektroangetriebene Fahrzeuge, ist das aus deiner Sicht auch ein Zukunftsmodell fürs Land? Also fürs Land auf jeden Fall. Also wir haben ja hier beide das Beispiel von Eckbert und mir, ja. Beide PV-Anlagen auf den Dächern und beide auch E-Autos, so dass das E-Auto mit dem Sonnenstrom getankt werden kann. Ich glaube, gerade fürs Land ist es extrem interessant und klar, es gibt sicherlich noch ein paar Haken und man muss vielleicht auch ein paar Punkte im privaten Verhalten von Mobilität an nachstellen sozusagen, aber es funktioniert wunderbar. Danke. Ja. Und du siehst das genauso, oder? Ich sehe das ganz genauso und zwar ist es noch ein bisschen schlimmer. Ich arbeite ja hauptberuflich im Maschinenbau, Automobilproduktion. Und wir brauchen die Elektromobilität auch, um die Arbeitsplätze zu sichern, weil die Zukunft ist elektrisch mit Akkus. Das haben nicht wir entschieden, sondern eher China. Und wenn wir da nicht dranbleiben, also vorne dranbleiben, unser Platz ist vorne in der Automobilindustrie und nicht irgendwie technologiefolger, sondern wir müssen die Führung übernehmen. Dann können wir es schaffen, Arbeitsplätze zu sichern. Nicht so viel, wie wir jetzt haben, aber überhaupt noch welche. Wenn wir das nicht tun, sind alle Arbeitsplätze weg. Und das wäre gerade für Niedersachsen nicht wirklich gut. Absolut. Ja, ich fand das total spannend. Ich würde mich freuen, wenn wir uns alle drei im 01.11. im neu gewählten Kreistag wiedersehen. Bis dahin wünsche ich uns allen gute Wahlkampfzeiten und danke für eure Zeit. Ja, danke auch. Danke auch. Ja. Tschüss.